Sommerzeit ist Ferienzeit und nicht zuletzt auch Campingzeit. So schüft am Campingplatz das Briggerwald zurzeit Hochbetrieb. So sind die Plätze im Moment recht gut gebucht. Insgesamt gibt es da davon 400 auf dem grossen Areal, gerade neben dem Bad, und da davon sind die Hälfte fest vermietet und der Rest sind Tagesplätze. Für das der Betrieb läuft, arbeiten in der Hochsaison 5 Leute in verschiedenen Bereichen wie Büro, technischer Dienst, Administration und Unterhalt. Die Betriebsleiterin ist seit 5 Jahren die Petra Gröber. Sie kommt ursprünglich von den Niederlanden und ist, wie sie selber sagt, für die Feierung von einem Campingplatz eigentlich ideal geeignet. Als Holländerin ist man mit dem als Kind schon aufgewachsen im Campingleben. Und ja, das ist einfacher zu übermitteln, auch die Freude, die man hat auf dem Camping. Und ja, es ist einfacher, denke ich. Und natürlich auch die Sprache sind sehr wichtig auch natürlich. Ein Markenzeichen von der Petra Gröber ist ihr Velo. Und zudem hat sie ganz einen speziellen Bezug. Ich habe mein eigenes Velo von Holland mitgebracht und fahre über den Camping mit dem Velo. Und habt ihr das selber präpariert, oder? Ja, ich habe das orange gestrichen, dass alle einfach die Hände davon haben, dass sie wissen, dass es Petras Velo ist. Der Camping läuft nicht immer gleich. Wie sie sagt, läuft es zur Zeit aber nicht so schlecht. Es ist ein bisschen von Saison zu Saison anders. Dieses Jahr war der Mai sehr gut. Aber jetzt, Juni, haben wir ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt. Das Wetter hat natürlich nicht so mitgespielt. Und was natürlich im Mai war, hatten wir Pfingsten und Auffahrt. Und das war natürlich sehr schönes Wetter. Der grösste Anteil Campinggäste sind über 90% Schweizer. Der Rest sind vor allem Deutsche, Holländer und Belgier. Als ein grosser Trumpf und Platz sind das Bad gerade in der Nähe. Das wirkt sich positiv auf die Nachfrage aus. Was ich die letzten Jahre eigentlich festgestellt habe, dass wir ganz viele neue Gäste auf dem Camping haben, also die noch nie bei uns hier im Briggerbad waren. Und das zeigt schon, dass sie eigentlich auch kommen wegen Bad, weil die bleiben manchmal nur kurz, 1-2 Nächte. Und das ist sehr auffällig dieses Jahr und letztes Jahr schon. Das ist Zeichen, dass das Bad Bekanntheit bekommt und dass die Leute Interesse haben, das zu besuchen. Ja, doch. Das Argument überzeugt euch die Desi und der Martin Walpen von Bären. Sie kommen schon seit mehreren Jahren auf Briggerbad und haben jetzt seit 8 Jahren fest einen Platz gemietet. Sie fühlen sich so wohl, dass neben ihrem Wohnwagen einen kleinen Anbau gemacht haben. Zuerst hatten wir ein normales Vorzelt, ein Wohnwagenvorzelt. Und das ist wir kommen von Anfang Saison, also das heisst 1. Mai bis 31. Oktober, kommen wir hier in die Ferien. Wir sind also durch Gäste. Und im Frühling und im Herbst ist es kühl. Und wenn der Wind ist gekommen und das Vorzelt, das war immer unangenehm drinnen. Und jetzt haben wir gesagt, so, jetzt machen wir den Schritt zu einem Vorbau. Und dementsprechend ist das jetzt viel angenehmer drinnen. Jetzt der Vorbau, hat er mir davor erzählt, hat er fast alles selber gemacht. Habt ihr da dem Mann auch geholfen? Oder wer hat da alles dran geschafft? Ja, ich habe auch mitgeholfen und es war eigentlich gut gewesen, habe ich mitgeholfen, habe ich mal gesehen, was das für ein Krampf ist. Ja. Aber wir haben natürlich den Vorbau stellen und haben einfach nicht den Innenausbau gemacht. Jetzt habt ihr ja viele Stunden da investiert, nehme ich an, für das Ganze zu machen. Ihr plant schon langfristig in diesem Fall? Jawohl, sicher. Wir planen, wir hoffen euch ganz schwer, dass ganz Jahrescamping wird. Wir haben gesehen, wie toll das ist mit dem Bad, dass das wirklich super ist im Winter. Und wir sind Baden verrückt, wir sind Sauna verrückt und eben auch Grotten, oder? Und es ist einfach fringe, stimmt alles. Und wenn wir jetzt noch könnte, muss ich so sagen, die Campingsaison 2-3 Monate könnte verlängern, das wäre natürlich super. Jetzt so Camping allgemein, hier ist ja ein Gast nach dem anderen, ein Campinghaus nach dem anderen. Wie ist das so untereinander? Habt ihr einen guten Bezug oder wie sieht das aus? Ja, also, wir haben einfach mit den unmittelbaren Nachbarn, die kennt man. Die ein bisschen weiter weg wohnen, kennt man vielleicht vom Gesehen her und so. Und auch vom Bad trifft man immer wieder so die Leute, wenn man zur gleichen Zeit geht baden. Es ist so ein lockeres zusammenkommen oder auskommen miteinander. Ab und zu kommt es dann gleich einmal vor, dass wir zusammen ein Raclette machen
und dabei ein bisschen hängen tun. Zum Campingleben gehört auch noch andere Dienstleistungen wie Velovermieten oder aber ein gewisses Animationsprogramm. Turniere, so wie Ping-Pong-Turnier, Fußballturnier, Volleyballturnier, ist sehr gefragt. Ja, manchmal müssen wir sogar Kinder sagen, ja, ihr dürft mitmachen, aber wir müssen schauen, vielleicht müssen wir noch eine extra Runde einschalten, weil zu viele Anmeldungen sind. Ja, doch. Anmelden kann man sich als Gast übrigens auch für den Brotservice. Wenn man für das Morgen frisches Brot will, so kann man das im kleinen Lebensmittelgeschäft, das zum Campingplatz gehört, immer am Vorabend bestellen. In dem Geschäft gibt es übrigens noch anderes zu kaufen, wo man so für den täglichen Gebrauch haben muss. So, dass es rundum schöne und erholsame Ferien gibt. Der Camping Briggerbad ist kein Ganzjahresbetrieb. Anfang Mai tut man auf und die Saison geht bis Ende Oktober, Anfang November.